Und mit diesem wunderschönen vernebelten Mond begrüße ich euch hier wieder bei Gothic 3. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das die 10. oder 9. Folge? Ich habe keine Ahnung. Und ja, ich bin froh, dass ich da bin. Und wir haben ja gerade hier diese zwei Vögel. Die Vögelns gesehen. Und die werden wir jetzt mal platt machen, oder? Ja, ich denke schon. Die haben zumindest mal einen Wolf gekillt. Oh, na gut. Schön. Den nehmen wir natürlich die Eier ab. Also mir ging es jetzt vor allem um das Fleisch, dass ich mal was auf der Tasche habe hier ein bisschen. Und dass sie brennen, war mir auch neu. Also das muss an der Fackel liegen, ne? Und dass er das Schild nicht zieht, während er die Fackel hat. Das wusste ich auch nicht. So. Kann ich mit ihm nochmal? Ich kann nicht mehr, sagst du. Ist ja ein Ding. So, jetzt latschen wir hier nochmal lang. Da steht doch glatt noch eine Drachenwurzel im Weg rum, nur ich hätte es ja nicht geahnt. Beziehungsweise habe ich es geahnt, aber. Ja. Jetzt latschen wir hier nochmal. Ich glaube, wir gehen mal zurück in unser Studentenlager. Ich meine natürlich hier in dieses Banditendings. Oh, was ist da denn? Da wollte ich jetzt nicht hin. Ne, ich habe mich verlaufen. Tut mir leid. Ich muss da den Berg hoch. Das geht schneller. Den Berg hier muss ich hoch. Ja. Kann natürlich dauern. Da steht auch noch eine Zauberwurzel, du. Die nehme ich natürlich mit. Thank you very much. Da kommt ein Hirsch. Irgendwo hier oben war ja ein Wolf, ne? Da müssen wir. Hat er uns schon gesehen? Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Hirsch. Heiße ich. Mit euch kriege ich auch noch Probleme. Das weiß ich ganz genau. Ihr habt einen Bimmelnasen. Und dann wollen wir mal schauen. Jetzt sind wir hier wieder im Lager. So. Lager, Lager, Lager. Da haben wir den alten Gelford. Habe ich für dich schon mal irgendwas erledigt? Kannst du mal mit mir handeln, du? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Na, danke. 55 Punkte fehlen mir noch. Okay. Na, na, na. Bleibst hier an so einem Baumstamm hängen, du. Jetzt können wir mal runtergehen zu dem Dingens und sagen ihm, dass wir... Oh, ne, komm. Hör auf zu laggen jetzt hier. Ich weiß nicht, warum er das macht. Habe ich aber schon 10-mal gesagt, glaube ich. Jetzt reden wir mal hier unten mit dem Dings. Mit dem Kollegen Schnürschuh. Und wenn man hier über das Dach abkürzt, geht es schneller. Zack. So. Wo ist er? Joey, mit dem habe ich auch nicht gesprochen. Hast du nichts zu tun? Ja, gerade so tatsächlich nicht. Tut mir auch wirklich leid. Aber jetzt haben wir hier wenigstens einen Amboss. Den können wir jetzt mal benutzen. Jawohl. Schmied bin ich. Können wir das jetzt mal bauen hier? Eins reicht, danke. So, und schon haben wir ein Breitschwert, tatsächlich ein Breitschwert hergestellt. Wunderschön, sage ich euch. So, das gucken wir uns natürlich an. So, und dann drücken wir hier und dann gucken wir da. Da haben wir ein Breitschwert mit 70 Schaden, selbst geschmiedet, macht plus 10. Da haben wir Orden und Stärke genug sind wir auch schon. Perfekt. Das ziehen wir uns natürlich unten auf der Leiste. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit dem hier, ne? Ob der jetzt so viel mehr Schaden macht als der, wenn er gegen Orks kämpft. Ich glaube aber nicht. Deswegen sollte das eigentlich reichen, dass wir das da haben. Aber hier werde ich mir nochmal eben so einen Bogen und einen Jagdbogen. Also den können wir wegtun. Der macht nämlich 5 mehr Schaden, ja. Immerhin. Den packen wir da hin. Das Fleisch tue ich da auf 6. Naja, 5. So. Jetzt sind wir auch ein bisschen subtil. So, und hier kann man jetzt die Quests nachgucken. Da haben wir ordentlich Quests, ne? Jetzt kann man hier die einzelnen Sachen anklicken. Also hier hätte ich noch ein paar Waffenbündel abzugeben und so weiter und so fort. Und hier siehst du auch immer deinen Ruf. Hier hast du 40. In Reddock haben wir gerade mal 20.
Da haben wir natürlich 100, weil wir die Stadt schon befreit haben, ne? So. Jetzt können wir natürlich die Sachen beseitigen hier. Redung braucht einen Schmied. Verloren, Freunde. Ja, die Quest habe ich noch nie gemacht. Und das Schlimme an dieser Questgestaltung, oh, Entschuldigung, an dieser Quest-Aufmachung hier ist für mich immer gewesen, dass da keine klaren Sachen drin stehen. Man kann sich das Gespräch nochmal angucken hier. Und manchmal, oder immer, ist überhaupt kein Hinweis drin. Also kannst du die Scheiße eigentlich vergessen. Also du musst suchen, 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 suchen. Und das fand ich immer schon ein bisschen dämlich, also ganz ehrlich, ne? Und naja. Nein. Da fehlt mir noch was. Aber jetzt haben wir schon mal ein Schwert, ein gutes. Ein ordentliches, ein richtig ordentliches. So. Und da können wir ja mal eben schauen, ob wir hier oben was reißen können. Da oben sind nämlich noch ein paar Truhen drin. Das würde mich freuen, wenn da was gehen würde. Oh, hi Kumpel. Hatten wir dich nicht schon erledigt, den Dude? Oh, ficken. Oh. Ja, ich würde sagen, da haben wir mal dick Schwein gehabt. Weil, das war jetzt so leicht nicht, ne? Wir haben ordentlich gelitten hier. Shit, ey. Wir sind noch nicht so weit, ey. Wir können noch nichts. Das ist die Scheiße. Wir müssen noch ordentlich üben, damit wir hier was gebacken kriegen. Oh, mal gucken. Ist hier ein Bett frei? Natürlich nicht, ey. Und da war auch keins frei, ne? Alles Rotze aus der Dose. Da liegen schon zwei. Da hinten war keins. Ah, doch. Ja, dann machen wir doch erstmal Heier hier. Es war eh dunkel. Ich werde mal bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Thank you very much. So, jetzt haben wir den zwar gekillt, aber das bringt uns nichts. Das Einzige, was uns dieser hier jetzt gebracht hat, dieser Weg hierhin, war nämlich, dass wir... bitte. Dass wir schlafen konnten. Und ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wir haben jetzt Inventar hier. Da habe ich doch jetzt irgendwo... Ich frage mich, wo? Da. Teleportstein nach Adera. Den haben wir schon nach Kapdun. Genau. Den will ich jetzt hier hin tun. Damit wir den benutzen. Und die werde ich jetzt auch mal schon mal benutzen, weil das ist nicht verloren. Das gibt nämlich altes Wissen plus 5 jedes Mal. Und das ist schön. Und jetzt nehme ich mal das Ding in die Hand und werde uns nach Kapdun teleportieren, damit wir den ganzen Weg nicht nochmal rennen müssen. Und schon sind wir da. So. Ich habe ich jetzt schnell gemacht, damit der auf der Schnelltaste bleibt. So, jetzt können wir mit dem Kollegen noch reden. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Ja, so sehe ich nämlich aus. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Cool. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Gut, Urkras. Er ist da, genau, das war der. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Hilf mir, sagt er. Du solltest mich besser nicht stören. Ja, ja, mache ich auch nicht. Keine Sorge, Kollege. Nee, noch nicht, danke. So, haben wir jetzt noch irgendwas erledigt? Jens, der Jäger meint, du bist zu gebrauchen. Ja, das weiß ich. Wie sieht's jetzt aus? Nein,
Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 35 fehlen noch. Dem werde ich nicht verraten, ist ja klar, ne? Was man jetzt dazu verwenden kann, um beliebter hier zu werden, sind natürlich diese Arena-Kämpfe. Des Weiteren kann man mit kann man die Dinger hier holen, die Waffen. Diese Waren. Verdammt nochmal. Könnte man sich besorgen. Mit Cyrus könnte man losziehen und diese Banditen, aber dafür sind wir noch viel zu schwach. Also das, da werden wir mehr kacken. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Und zwar abkacken. Aber ich wollte mir jetzt eigentlich mal eben hier vielleicht, ich würde mal am Lagerfeuer mich hinsetzen. Das ist nur die Idee, du. Und zwar brauche ich das Fleisch hier, ja. Das möchte ich gerne haben. Dankeschön. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Das werden wir uns nämlich hier auf die Leiste packen. Das hilft. Dankeschön. Und dann, jetzt würde ich echt mal ganz klar überlegen, ob ich mir dann hier diese Rüstung kaufen soll. Zeig mich mal der Ware. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, unsere Rüstung ist jetzt leider nicht hier drin, ne? Ist ja klar. Aber diese Rüstung, die können wir noch nicht tragen, weil wir noch nicht hier berühmt genug sind. Aber die ist ja schon mal wesentlich besser als unsere, die wir jetzt haben. Der schätzte Leis. Und deswegen werde ich... Du bist in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Ich weiß. Habe ich ja gleich gesagt. So, das kann weg. Das kann weg. Ja. Das kann auch weg. 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 So. Ein bisschen was, ich tausche immer lieber gerne, weil dann ist das Geld nicht so ganz weg, ne? Und man hat noch ein bisschen was nebenbei dabei. Genau, Inventar. Zack. So, jetzt haben wir die an. 2 und 2 und 2 und 2. Und hier haben wir 5 und 10 und 10. Perfekt. Perfekt nicht, aber besser als vorher. Cyrus, ja, mit dir können wir immer nichts regeln. Leichtes Soundbug haben wir da gehört. Auch schön. Ja, es schleppt sich so ein bisschen, weil man muss wirklich so ein bisschen stärker sein hier. Sonst hast du echt keine Chance hier gegen diese ganzen Viecher und so weiter. Das ist nicht so leicht, sage ich euch. Man kann sich da durchquälen, aber dann, wenn man hier jetzt... Oder wenn ich jetzt hier 10-mal am Laden bin, ist auch scheiße. Den Kollegen da hinten, den könnte ich jetzt zum Assassinen hier bringen. Aber das will ich mir noch offen halten, weil ich könnte ihn auch noch zum Dings bringen hier, zum Jens. Zum Jens könnte ich ihn nämlich auch bringen und das könnte unter Umständen besser sein. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. So, Jens, mein Freund. Jetzt will ich mal gucken, was habe ich denn hier? 2250 fehlen noch. Da könnte man hergehen und sagen, komm, wir machen die Wölfe platt. Aber... Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Und das mit den Banditen ist auch nicht besser, weil die Banditen sind auch stark. Und die Wölfe geben mir jetzt nicht so viel Erfahrung. Also eigentlich sollte man in der Wildnis so ein bisschen rumrennen. Da trifft man nämlich hin und wieder das eine oder andere... Lulufi, zum Beispiel das da hinten. Nur das eigentlich... So ist es nämlich, mein kleiner... Da gibt's auf die Fresse. Schildkröten. Aber diese Lurker. Nee, das ist mir zu gefährlich. Mein Gott, doch. Also, wollen wir nicht machen, ne? Ja, ich erwähnte es schon, glaube ich. Was die Lecks angeht, hier so ein bisschen. Leckt schon mal. Es leckt und leckt und leckt. Ja. Ja, immer diese Leckerei. Ah, hebst du es auf, doch? Alte Braschacke. Halt.
Stunde oder was? Nö. 15 Minütchen? Ja, wir hauen jetzt ab. Ich habe die vorhin mit einem Schlag gekillt. Was ist denn jetzt los? Sind die stärker geworden? Oder habe ich was nicht mitgekriegt? So, jetzt sammeln wir das nur ein hier und dann hauen wir ab. Dann bin ich erstmal raus hier für diese Folge und wir schauen dann mal weiter, was in der nächsten geht. Beziehungsweise bringe ich mich erstmal in Sicherheit. Also ganz ehrlich, diese Rüstung sieht scheiße aus, ne? Da fand ich die alte schon stylischer. So, Freunde, aber jetzt sind wir erstmal raus und mit dem herrlichen Blick zu dem Leuchtturm da oben werden wir uns verabschieden und ich sage danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ja, ja. Bis dahin sage ich mal ciao, ciao.